Einen hochemotionalen Gruß aus dem Krieg hat er mitgebracht in den Kongress. Eine Flagge aus Bachmut, dem gerade umkämpftesten Ort in der Ukraine. Unterschrieben von Soldaten, die im Straßenkampf stehen, an vorderster Front. Es ist auch ein Kampf um die Herzen der US-Amerikaner, den Selenskyj führt. Diese Flagge ist ein Zeichen unseres Sieges. Wir stehen, wir kämpfen und wir werden gewinnen, weil wir vereint sind. Die Ukraine, Amerika und die gesamte freie Welt. Im Kongress tritt Volodymyr Selenskyj in der gleichen olivgrünen Militärkleidung auf, die er seit Kriegsbeginn trägt. Kein Anzug, kein normaler Staatsbesuch. Ein Besuch so wichtig, dass jedes Wort zählt und jede Geste. Die USA als wichtigsten Verbündeten gilt es, bei der Stange zu halten. Ein sehr professioneller Auftritt eines Präsidenten, der ausgebildeter Schauspieler ist. Er macht das Ganze aber sehr geschickt, denn er sagt nicht einfach nur, wir brauchen Waffen, uns geht es schlecht, sondern er bietet uns an, Teil einer Heldengeschichte, seiner Heldengeschichte zu sein. Er sagt, ihr könnt mit uns gewinnen gegen die Russen, ihr braucht nur Geld zu geben, Unterstützung und Waffen. Kurz vor dem Auftritt im Kongress fährt Selenskyj am Weißen Haus vor. US-Präsident Biden legt ihm den Arm um die Schulter. Die Botschaft, der große Bruder USA, steht hinter euch. Und drinnen ein Bild, als habe es den Ukrainer von der Front in einen amerikanischen Weihnachtsfilm katapultiert. Zwei Inszenierungen, die klar machen, worum es geht. Aus dem präsidialen Kaminzimmer zurück vor der Presse erklärt Präsident Biden den Amerikanern, warum Selenskyj so wichtig ist in diesem Krieg. Ihre Führungskraft, Herr Präsident, hat das ukrainische Volk durch diese schreckliche Krise gebracht. Auch das amerikanische Volk und die ganze Welt. Für den so gelobten Selenskyj ist es ein Besuch beim wichtigsten Verbündeten. Die USA haben mehr als 50 Milliarden Dollar an Ausrüstung und Geld geschickt seit Kriegsbeginn. Deutschland gerade 6 Milliarden. Es geht aber auch um Symbole. Das Patriot-System ist solch ein Symbol. Das wohl weltweit beste Flugabwehrsystem schon lange bittet die Ukraine um diese Waffe. Jetzt schickt Biden ein solches Patriot-System in die Ukraine. Der aktuelle Nutzen aber ist umstritten. Die Ausbildung der Soldaten dauert fast ein Jahr. Es geht allerdings nicht nur um den militärischen Nutzen, es geht auch um die Botschaft. Wir bekommen alles, was wir brauchen. Die Amerikaner stehen hinter uns. In diesem Winter müssen wir unsere Bevölkerung schützen, ganz konkret. Dies ist für uns im Moment eine zentrale humanitäre Frage. Es geht ums Überleben. Diesen Kriegswinter zu überstehen, das ist die konkrete Herausforderung für Selenskyj. Die Unterstützung der USA zu sichern, ist dafür die wohl entscheidende Voraussetzung. Und seine historische Rede vor dem Kongress ist jetzt schon ein paar Stunden her. Wir wollen noch ein paar Reaktionen einfangen. Unsere USA-Korrespondentin Kerstin Klein ist uns jetzt live aus Washington zugeschaltet. Kerstin, die Mission war natürlich, die Herzen Amerikas, die Herzen der Amerikaner zu erobern. Ist ihm das gelungen? Genau, wissen tun wir das nicht. Es gibt hier keine Meinungsumfragen dazu. Aber er hat das doch sehr klug gemacht. Er hat an vielen Stellen in seiner Rede Parallelen gezogen zwischen dem Kampf der amerikanischen Soldaten im Zweiten Weltkrieg gegen Nazi-Deutschland und eben dem Kampf der ukrainischen Soldaten jetzt gegen die russische Aggression. Hat zum Beispiel an einer Stelle gesagt, an Weihnachten 1944 waren es die amerikanischen Soldaten, die gekämpft haben, und jetzt sind es unsere. Das ist etwas, was hier sicher viel Anklang findet, denn die Soldaten von damals werden hier immer noch als Helden verehrt. Bei all diesem Schulterschluss und den Geld- und den Waffenlieferungen gibt es auch Stimmen, die fürchten, die USA könnte das tiefer in diesen Krieg reinziehen, als vielen lieb ist. Nee, die gibt's hier gar nicht so, obwohl ja dieses Patriot-Abwehrsystem da immer in der Rede stand, dass sich da Leute Sorgen machen. Das hört man hier nicht. Was man hier wiederum hört, ist, dass sich die Stimmen mehren derer, die sagen, was kostet das alles? Also es gab hier vor ein paar Wochen eine Umfrage und da haben tatsächlich 30% der befragten Amerikaner gesagt, wir geben der Ukraine zu viel Hilfe. Das ist immer noch die Minderheit, aber die Zahl wächst, seitdem der Krieg angefangen hat. Ja, und die Kosten sind natürlich ein gutes Stichwort, denn zum 1. Januar wechseln die Mehrheitsverhältnisse im Kongress, dann sind die Republikaner dort in der Mehrheit. Werden die denn weiterhin bezahlen?
Das ist jetzt die ganz große Frage. Also erstmal stellt die sich konkret in den nächsten Tagen, denn noch vor Weihnachten muss der Kongress eigentlich noch einmal 45 Milliarden US-Dollar bewilligen. Das wird vermutlich irgendwann durchgehen. Aber der Krieg wird ja noch länger dauern. Und da mehren sich tatsächlich auch in der Republikanischen Partei einzelne Stimmen, die sagen, das ist viel zu viel Geld, was wir da in ein fremdes Land geben. Das können wir viel besser hier im eigenen Land gebrauchen. Das ist Steuergeld, was wir verschwenden. Diese Stimmen mehren sich. Es sind noch Einzelstimmen. Aber der Krieg wird ja vermutlich auch noch eine Weile andauern. Kerstin Klein live aus Washington zum Selenskyj-Besuch. Vielen Dank.